Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon IDPL Showdown Liga Match whatever gegen den guten Marius aka Farben. Ich habe keine Ahnung, wie sein Team heißt. Castle Crashers oder so? Crushers hieß es so? Ich habe keine Ahnung. Ich bringe heute wieder ein interessantes Team mit. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, das erkläre ich euch gleich, warum wegen einem Move auf Togekiss, aber dazu kommen wir gleich. Falls ihr das Team euch genau anschauen wollt, schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Ansonsten haben wir hier relativ Standard Raichu mit Life Orb, relativ Standard Zygarde, was wir auch häufiger gespielt haben, so. Dann ein Leech Seed, Gyro Ball, Protect, Staffrox, Ferrothorn. Dann haben wir ein AB Incineroar, auch relativ Standard. Kann Incineroar eigentlich EQ? Kann es sogar, ja. Wäre tatsächlich in dem Kampf gar nicht so schlecht, aber ich hätte schon gern lieber, würde schon gern Incineroar lieber als defensiveren Pivot spielen. Deswegen behalten wir auf jeden Fall die U-Turn. Ansonsten haben wir noch Mega Bibor mit U-Turn, P-Jab, Drill Run und Knockoff. Und zu guter Letzt haben wir nämlich Togekiss mit Erstsicht und Aurasphäre. Aurasphäre finde ich halt mega nice für so Pokémon wie Cesurio, Amoroso, Kyurem auf einen Switchen eventuell und also Zeugs, finde ich halt super sick. Allerdings müssen wir deswegen auf die T-Wave verzichten, was mich ein bisschen stört. Ist aber allerdings verkraftbar. Denke ich, hoffe ich, dass es am Ende nicht irgendwie entscheidend ist, dass ich halt keine T-Wave habe. Ich habe vielleicht auch überlegt, Roost wegzupacken. Die Fock hätte ich halt schon ganz gerne auf Togekiss drauf. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, einfach die vier Moves hier zu spielen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. I don't know. Aber ich denke, so sollte das Team erstmal auf jeden Fall passen. Alright. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Kampf. So, nach 50 Milliarden Jahren können wir nicht kämpfen. Sind noch ein paar Sachen passiert, aber ja, endlich können wir kämpfen und wir legen los. Good luck und have fun. Habe ich jetzt hier Dings offen? Hier, perfekt. Okay, sollte alles laufen. Er hat nicht dabei Effun. Perfekt, er hat nicht dabei. Okay, hat er dabei. Rote Maw hat er nicht dabei, Waschkopier hat er nicht dabei, Medicham, Cesurio und ansonsten war's das. Sind in etwa die Pokémon, mit denen ich gerechnet habe. Amoroso und Traumagil habe ich jetzt nicht so gesehen, aber der Rest, die anderen vier Pokémon, Lando, Kyurem, Arcani und Voltula sind auf jeden Fall mit die gefährlichsten Pokémon für mich. Von daher schauen wir mal. Wie das Ganze verlaufen wird. Die Sache ist, sein Team ist halt relativ langsam. Sein schnellstes Pokémon ist Voltula mit 108 Speed und Bibor und Raichu outspeeden die beide. Das heißt, er wird auf jeden Fall einen Scarfer dabei haben. Ich würde spontan sagen, ich leade mit Raichu. Allerdings könnte er damit Lando leaden und hätte dann zu viele Optionen. Das würde ich nicht unbedingt wollen. Leade ich vielleicht mit dem Incineroar? Ich finde den Incineroar eigentlich gar nicht so kacke. Ja, ich leade mit dem Incineroar. Und er leadet mit Amoroso. Das finde ich ist in Ordnung. Und ich werde auch wahrscheinlich. Werde ich instant für Drain Punch gehen? Ich gehe mal für Knockoff. Ich will mal schauen. Ja, er geht für Tarnstein, okay. Warum war er so schnell? What the fuck? Okay, und wir hauen ihm seinen Focus Sash weg. Er hat auch Dings. Wir gehen hier für Drain Punch. Er hat Bruchrüstung als Fähigkeit. Das ist auch interessant. Da ich hier für Drain Punch. Ich weiß nicht, ob er rauswechseln will oder nicht. Hat jetzt auf jeden Fall ersten Turn das mit Tarnstein rausgeholt, ist okay. Das heißt, Amoroso ist auf jeden Fall sein Tarnsteinleger. Das ist interessant zu wissen. Es ist wirklich. Das heißt, Lando wird ja nicht mit Tarnstein spielen, also auf jeden Fall offensiv. Und dann mit Bruchrüstung. Das finde ich interessant. Was hat er sich dabei gedacht? Was ist sein Plan? Ich glaube nicht, dass er ein physisches Amoroso spielt. Also er wird, wenn, auf jeden Fall speziell sein. Ich glaube, Amoroso ist auch nur speziell, oder? Spezialangriff 115, ja. Krass, hat echt einen guten Spezialangriff. Okay, er legt noch Spikes raus. Okay, das heißt, der geht jetzt hier auf jeden Fall down. Ist in Ordnung. Geht raus in Lando. Ich werde raus in Ferrothorn gehen. Einfach weil. Erklärt sich, glaube ich, von selber. Ich muss versuchen, die Rocks und die Spikes relativ schnell wieder wegzubekommen mit Togekiss. Das ist super wichtig. Wir sind speziell defensiv gegen sowas wie Traumagil. Ja, gegen Traumagil muss ich versuchen zu defoggen. Das ist auf jeden Fall mal der Plan. Er hat keinen Siegeswille. Cesurio, das ist auch ganz gut. Das heißt, ich kann auf jeden Fall Free Defog drücken. Wir gehen hier aber auf jeden Fall raus in Ferrothorn. Safe. Incineroar ist noch komplett voll, das ist ganz cool.
Wir gehen raus in Ferrothorn und er geht für EQ, ja, macht 33%, ist in Ordnung. Spricht eigentlich nichts gegen Leech Seeds, oder? Ja doch, hier für Leech Seeds. Saffrogs will ich nicht, weil... Wobei, für ihn sind die Saffrogs viel schlimmer als für mich. Wobei, nicht mal schlimmer. Hat denn die Fogger? Nö, hat er nicht. Ich lege jetzt selber Rocks raus, oder? Doch, ich lege mal die Rocks raus. Ich kann damit, glaube ich, mehr leben als er, wenn ich ehrlich bin. Dass Rocks und Spikes liegen, oder? Ich gehe für Leech Seeds. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich... Ich muss auf jeden Fall zuerst die Rocks und die Spikes wegbekommen und dann muss ich versuchen, Rocks rauszubekommen. Weil er hat keinen Defogger außer eventuell Lando oder Kyurem. Ich glaube, Kyurem kann die Defog, oder? Kann es überhaupt Defog? Kyurem, Defog. Ne, kann sogar nicht mehr. Okay, interessant. Er geht für SD. Das heißt, Leech Seeds war auf jeden Fall hier der richtige Play. Er sollte uns wahrscheinlich trotzdem nicht killen, außer er ist... Er ist ein Z-Move-User. Gehe ich eine Runde für Protect? Ich habe Angst, dass er nochmal für SD geht. Wenn er nochmal für SD geht. Er ist auf jeden Fall halt nicht schnell so. Das ist halt das Gute. Ich gehe mal einmal für Protect. Weil Raichu ist auf jeden Fall schneller. Mit HP-Eyes. Wir haben HP-Eyes, oder? Ja. Ja, ich gehe für Protect. Ich glaube nicht, dass er nochmal SD drückt. Falls auch, ist es okay, weil er wird uns nicht outspeeden. Und ich kriege so oder so safe nochmal Leech Seeds, Recovery und HPI sollte dann nach dem Chip Damage wahrscheinlich auch killen. Ich kalk das vorsichtshalber lieber nochmal nach. Ich muss mal heben. Ja, wir gehen für Protein und er geht für Z-Move. Perfekt. Alles super gut gemacht. Er geht für Z-Fliegen. Macht nicht viel Schaden. Leftovers, Leech Seeds, super nice. Können jetzt hier nochmal für Jarrow Boy gehen. Kriegen einfach ein bisschen Chip Damage drauf, was halt mega nice ist. Gegen Lando, weil Lando ist auf jeden Fall eines der gefährlichsten Pokémon in seinem Team gegen uns. Und wenn er dann den Z-Move auch direkt schon wastet, ist es auch mega nice. Landorus T. Ach ja, ich habe gar nicht Dings. Er geht hier 4Q. Oh, das killt sogar. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Ja, jetzt muss ich kalken. Ich wollte mein Team reinpacken. Zack. Zack, 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 zack. Ich habe nämlich vergessen, mein Team in den Calculator reinzupacken, deswegen mache ich das eben ganz schnell. So, und zwar Seigert. Ja, ich glaube, Seigert wird auch nicht viel machen können, weil er plus 2 ist Landorus T. Es liegen Staffrocks und eine Ladung Spikes und er ist auf plus 2 Attack. Sagen wir mal, er spielt 2-5-2. Macht er mit EQ 50%ige Chance zu killen. Und Raichu, kriegt Raichu den safen Kill? Ja, Raichu hat den safen Kill. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall in Raichu raus. Gehen für HP-Eyes. Er wird wahrscheinlich rauswechseln. Ah, wir kriegen die Tarnsteine nicht mehr raus, was ein bisschen schade ist, ja. Hätte ich eigentlich predicten können, aber hatte ich jetzt nicht unbedingt den Grund zu wegen, einfach für Vault Switch. Outspeeden auf jeden Fall. Außer er spielt Nahkampf, Choicecraft Arcani. Das wäre crazy. Ich hätte eigentlich instant für Vault Switch gehen können, aber Landorus hätte zu gefährlich sein können. Ist halt jetzt mega schade, dass wir die Tarnsteine nicht mehr rausbekommen. Wie viel Damage hat der Ferrothorn gerade gemacht? Landorus plus 2. EQ macht 70,9 Max. Wie viel hat er bekommen mit EQ? 61. Ja, okay, das passt. Da ist alles okay. Dann war das auf jeden Fall ein solider Kill. Ja, wir gehen auf jeden Fall für Vault Switch. Ich weiß nicht, ob er rauswechseln will. Ich glaube nicht, dass er unbedingt Triscarved ist. Extreme Speed sollte uns nicht killen, außer er spielt Bandit Arcani. Dann sollte es wahrscheinlich killen. Wie viel Dings hat Raichu? Nicht viel, definitiv 55, ja. Bandit E-Speed killt auf jeden Fall, denke ich. Und er gibt uns aber den Free Damage. Ich glaube halt trotzdem, dass er offensiv ist irgendwie. I don't know. Und wir gehen in Togekiss. Ja, ich gehe raus in Togekiss. Und er geht für Burn-Up. Das macht ja gar nichts. Okay, dann gehen wir jetzt hier für Defog, weil er kann mir nicht viel. Und wir kriegen Tarnsteine und Spikes einfach safe. Das ist ganz nice. Roost wäre auch eine Option, aber ich glaube, dass er jetzt halt einfach instant in Kyurem rausgeht. Und da will ich nicht irgendwie roosten und dann sind die Dinger dann doch noch draußen, bloß damit ich halt Togekiss auf Full Health habe. Das kann ich auch später noch versuchen hochzuheilen. Aber Burn-Up hat echt wenig Schaden gemacht, ne? Holy shit. Was ist Burn-Up eigentlich von Typ Ausbrennen speziell? Wild Charge. Oh!
Oh. Das ist jetzt nicht so geil. Weil ich kann in Seigert rausgehen. Und fürs Sub gehen. HP Ice. Okay, ich bin hinterm Sub. Und... Ah, das ist nicht cool. Geh jetzt hier auf jeden Fall für E-Speed, weil ich da den Safe and Kill bekomme. Das ist nicht cool. Alter, das ist ein crazy Set gewesen auf Akan. Die war auf jeden Fall not bad. Und ich kriege jetzt die Tarnsteine und die Spikes nicht mehr wieder, nicht mehr weg. Das ist ein bisschen ätzend. Wie schlimm das noch wird, kann ich nicht sagen. Ätzend ist es aber auf jeden Fall. Schönes Akani-Set. Wir sind jetzt hinterm Sub, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall safe noch einen Hit raus, was halt ganz nice ist. Egal, ob gegen Kyurem oder Lando, ist es gut. Weil ich sowohl 1000 Arrows und Extreme Speed auf jedes Pokémon drauf bekomme, was auf alles eventuell ein Kill sein kann. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ansonsten kann ich mit Seigert jetzt auch gar nicht mehr so viel machen, leider. Ansonsten, wenn ich auf plus 1 gehe, sollte ich eigentlich alles so spielen aus der Choice Scarf Curum. Das wäre auch noch ätzend. Ich muss schauen, wie viel ich mit plus 1 1000 Arrows auf die anderen mache. Er entscheidet sich für Landorus. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, Seigert gegen Landorus auf plus minus 0. Ohne Intimidate. Keine Defense und Jolly. Ist egal, ob Jolly oder Element. Auch nicht so viel HP. 1000 Arrows macht 54. Also 1000 Arrows plus Dings killt auf jeden Fall. Auf plus 1 kann der 1000 Arrows leben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall für 1000 Arrows gehen. Plus E-Speed killt es. Okay, der hat doch defensives Investment. Ich habe gehofft, dass er kein defensives Investment hat. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das heißt, er würde safe den Kill bekommen. Allerdings hat er nur spezielle Mons und da ist Incineroar halt mega gut gegen ihn. Gegen seine restlichen Mons. Und auch Beedrill und Dings können auch mega viel machen. Hier für E-Speed. Ah, ich gehe für E-Speed. Ja. Oder? Ja, doch, ich gehe für E-Speed. Vielleicht bekomme ich einen Crit oder so. Vielleicht entscheidet er sich sogar rauszuwechseln. Traummagie wäre doof. Ich gehe für E-Speed. Und das geht nicht ganz. Und er geht für EQ. Ah, wir leben den! Wir leben den! Als ob! Okay, dann können wir doch nochmal für E-Speed gehen. Oder? Ja doch, ich muss für E-Speed gehen. Traummagie dort speedet mich halt, das ist doof. Gehe ich für 1000 Hours. Ich gehe 1000 Arrows. Ich call, dass er jetzt rausgeht in Traumagil. Ich call, dass er rausgeht in Traumagil. Bitte. Ah, fuck. Shit. Hätte ich echt nicht gedacht, dass er das hier riskiert. Okay, ja, jetzt hätten wir Lando wegbekommen können und er hebt sich den. Hebt er sich den auf? Ja, für Incineroar kann er sich den halt mega gut aufsparen. Allerdings bekommt er jetzt halt auch dann auf irgendwas. U-Turn Damage oder ist Knockoff sogar der bessere Play? Ich glaube, Knockoff ist sogar der bessere Play. Ah, fuck. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ich hätte, also wäre halt in Traumagie rausgegangen und ich wäre für E-Speed gegangen, dann hätte er halt safe sein Lando aussparen können und das wäre viel sicherer gewesen. Ja, klar, es ist Risiko da, dass ich dann eben auf 1000 Arrows gehe, anstatt auf Extreme Speed. Aber ich hätte einfach auf plus 1 gehen sollen. Das wäre einfach der 1000-mal bessere Play gewesen. Und er geht hier raus in Kyurem. Das Gute ist, wir hauen ihm jetzt hier eventuell seinen Warschall weg. Und er ist live up. Alter, Knockoff hat schon mega viel Schaden gemacht. Kill ich den jetzt? Kyurem. Level 100. Hä, warum habe ich ihm so viel Damage gemacht? Hä? Wie mache ich dem 40% mit Knockoff? Wie ist es möglich? Achso. Mega Beat Drill. Okay. Poison Jab. Killed. Nice. Sweet. Okay, den Kill hier haben wir auch auf jeden Fall schon mal safe. Wenn er jetzt rausgeht in Lando, wäre das okay. Obwohl, Garventula kann ich den Dings. Ah, er will wahrscheinlich die. Wenn er das Klebenetz rausholt oder nicht, wahrscheinlich werde ich dann Beedrill sterben lassen müssen, wenn er ein Gavanchula rausgeht. Weil wenn er Klebenetz legt, dann habe ich gewonnen. Und wenn er Klebenetz nicht legt und mich killt, kann ich auch so immer noch gewinnen mit Raichu und Incineroar. Oh, das wird schwer, das wird so schwer.
Und er geht raus in Miss Majors. Aber er hat doch schon mein Dings gesehen. Mein Knock-Off. Und Knock-Off killt. Oh, der ist scarfed, oder? Ist er scarfed? Ich gehe für Knock-Off. Der sollte killen. Ah, er hat die Quilberberry. Okay. Und er geht für T-Wave. Okay. Ich gehe nochmal für Knock-Off. Hab nichts zu verlieren. Ah, er geht für Hex. Okay. Ich gehe raus in Raichu und gehe für Wall Switch, oder? Ah, shit! Und dann spielt er noch die Quilberberry und das bringt ihm auch noch so viel. Ich gehe für HP Ice, kriegt den Safe and Kill. Kann ich noch einmal in Spikes und Tarnsteine reinwechseln? Raichu. Wie viel machen Tarnsteine? Ups. Tarnsteine machen 12,5, war das nicht so? 12,5 und Stachler machen. Ups. Stachler machen. Auch 12,5? Ernsthaft? Das heißt, dass ich sogar nicht mal nochmal rauswechseln kann, oder was? Ja, als ob das so viel macht. Macht Spikes immer 12,5? Ich dachte, das macht 6%. Das ist jetzt ein bisschen doof. Dann gehe ich für T-Bolt. Geht für Bugbust, dann gehen wir raus in den Incineroar, gehen für Fire Punch, nehmen noch einen Hit und werden dann von Lando getötet und verlieren 1-0. Ah, ätzend, ätzend. Ich hätte einfach mit Zygarde Lando besiegen können und hätte gewonnen. Ah, schade, leider nicht gut von mir gespielt. Das ärgert mich sehr. Aber auf jeden Fall GG. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, wo meine Fehler waren in dem Match und ist trotzdem aber leider ein bisschen ätzend. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall sehr gerne eine positive Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.